Dies ist die Stelle im Körper, durch die das Leben in den Fötus eingeht. Das ist also das Brahmarandra. Wenn Dimensionen jenseits des Physischen zu einem stets aktiven Prozess werden, einige von euch haben das vielleicht während eurer Shambhavi gespürt. Du hast eine Antenne auf deinem Kopf, die dir eine bestimmte Perspektive des Lebens gibt. Wenn du ein neugeborenes Baby in deinem Zuhause hast, würdest du sehen, dass ein bestimmter Teil des Schädels nicht geformt ist. Hast du das bemerkt? Deshalb muss das Kind vorsichtig behandelt werden. Dieser Teil ist nur Haut. Dort ist kein Knochen. Dieser Teil wird also in der yogischen Terminologie als Brahmarandra bezeichnet. Randra means a passage. Randra bedeutet Durchgang, wie ein kleines Loch oder ein Tunnel oder ein Durchgang. Das ist also als Brahmarandra bekannt. Das ist also die Stelle im Körper, durch die das Leben in den Fötus hinabsteigt. Weil das Leben in den Fötus hinabgestiegen ist und das Leben sich seine Optionen offen hält, ob dieser Körper in der Lage ist, es zu erhalten oder nicht, hält es sich die Optionen offen. So viel Bewusstsein ist im Lebensprozess vorhanden. So behält es sich diese Falltür bis zur letzten Minute offen. Es will sie offen halten. Nur für den Fall, dass es den Körper als ungeeignet für seine Existenz empfindet, wird es ihn verlassen. Und es will nicht durch irgendeinen anderen Durchgang im Körper gehen. Es will ihn so verlassen, wie es gekommen ist. Ein guter Gast kommt immer durch die Vordertür und geht durch die Vordertür hinaus. Wenn er durch die Vordertür kommt und durch die Hintertür hinausgeht, bedeutet das, dass dein Haus leergefegt wurde. Er will also durch dieselbe Tür hinausgehen, deshalb hält er sie offen. Bis zur letzten Minute will er sich seine Wahl vorbehalten. Es gibt eine Menge, wenn es hier Ärzte oder Geburtshelfer gibt, wüssten Sie wahrscheinlich, dass es jede Menge Fälle gibt, in denen der Fötus nach allen medizinischen Parametern gesund ist. Alles ist in Ordnung. Aber aus irgendeinem Grund kommt es zu einer Totgeburt. Einfach weil das Leben darin immer noch wählt. Wenn es findet, dass sich die falsche Art von Körper bildet, das Leben hat seine eigene karmische Substanz. Und der Fötus hat das Karma der Eltern. Es hat also seine Wahl getroffen. Es ist, in 99% der Fälle liegt es richtig. Oder in noch mehr liegt es richtig. Manchmal ist es sich bewusst, dass es eine falsche Entscheidung treffen könnte. Das ist also der Grund, warum während der Schwangerschaft so viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, um eine andere Art von Atmosphäre um eine schwangere Frau herum zu schaffen. Wir geben das jetzt auf. Eine Frau geht zur Arbeit, sie sitzt im Kino, sie geht überall hin. So etwas wird nicht mehr gepflegt. Dies wurde nur in der Hoffnung gemacht, dass etwas Besseres als das, was ihr beide seid, in deinen Mutterleib kommt. Versteht ihr, was ich sage? Ihr seid Mann und Frau. Ihr seid von einer bestimmten Qualität. Ihr wollt, dass euer Kind von höherer Qualität ist, als was ihr seid, nicht genau wie ihr. Jemand, der besser ist als du, sollte in deinen Mutterleib kommen, damit aus diesem Grund war es sogar dem Ehemann nicht erlaubt, eine Frau über ein bestimmtes Stadium der Schwangerschaft hinaus zu sehen, weil sie in einem bestimmten Zustand des Komforts und Wohlbefindens gehalten werden soll, mit einer bestimmten Art von Gedanken, mit einer bestimmten Art von Atmosphäre, um zu versuchen, ihr System in jeder Hinsicht zu erfreuen. Die richtige Art von Räucherwerk, die richtige Art von Klängen, die richtige Art von Mantras, die richtige Art von Nahrung, alles, damit ihr Körper in einem Zustand ist, in dem er die richtige Art von Wesen willkommen heißt. Vielleicht ist es in der heutigen Welt, all diese Dinge stehen außer Frage. Wenn also ein Wesen in diesen bestimmten Fötus eintritt und ihn im Laufe seiner Entwicklung für ungeeignet hält, zu einem Baby zu werden, dann verlässt es ihn. Deshalb wird eine Tür offen gehalten. Das ist also das Brahmarandra.
Und selbst wenn du eines Tages gehst, du kannst auf jede Weise gehen. Aber wenn du durch das Brahmarandra gehst, ist das die beste Art zu gehen. Wenn du bewusst gehst, ist jeder Teil des Körpers in Ordnung. Aber wenn du von dort aus gehen kannst, ist das die beste Art zu gehen. Da viel darüber gesprochen wird, gibt es Bücher, die darüber geschrieben wurden. Eine Sache ist, dass eine große Möglichkeit besteht, dass einzelne Menschen anfangen, sich Dinge vorzustellen, oberhalb ihres Kopfes oder zwischen ihrer Stirn. Sie stellen sich laufend viele Dinge vor, weil man das verstehen muss. Worauf auch immer man seinen Verstand fokussiert, dort wird es ein gewisses Zucken geben. Wenn du jetzt experimentieren willst, halte deinen kleinen Finger so und fokussiere dich auf die Spitze dieses kleinen Fingers. Dann wirst du innerhalb einer Minute sehen, dass es ein Zucken gibt. Wenn du deinen Verstand fokussierst, wirst du an jedem Teil deines Körpers irgendein Zucken bemerken. Das ist also nicht zu verwechseln mit irgendeinem anderen großartigen Prozess, der in dir abläuft. Oder natürlich geschehen hier und da körperliche Zuckungen und Verwindungen. Hin und wieder passiert es dir, du schläfst, irgendein Körperteil zuckt ein bisschen, dies und das. Vor allem, wenn du sehr nervös bist, kann es dir ziemlich oft passieren. Wenn du entspannt bist, passiert es vielleicht nicht. Wenn du ein bisschen angespannt oder gestresst bist, kann es dir an verschiedenen Stellen passieren. Das ist also auch nicht zu verwechseln. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, denn wenn ich das sage, könntest du anfangen, dir alles Mögliche vorzustellen. Wenn du meditativ wirst, jetzt, wo du es wirst, wenn du Shambhavi machst, ich sollte das nicht sagen. Es wird zu allen möglichen Dingen führen, weil die Menschen eine sehr wilde Fantasie haben. Ich vermeide es immer, ihnen etwas zu erzählen, das nicht in ihrer Erfahrung liegt, weil sie anfangen werden, sich alles Mögliche vorzustellen. Wie auch immer. Wenn du... Mach das nicht bei dir, es ist nicht nötig. Wenn ich meine Hand über meinen Brahmarandra halte, sogar bis zu 1,20 Meter darüber, wenn du sie dort hältst, wirst du ein deutliches Gefühl in deiner Hand spüren, das immer in Form einer so etwas wie einer Acht ist. Das wird immer geschehen, wenn du deine Energien in einer bestimmten Weise hältst. Das kann jedem Menschen passieren, aber es passiert im Inneren. Es breitet sich nicht darüber hinaus aus. Denn die letzten zwei Chakren von den 114 Chakren, die es im System gibt, zwei Chakren sind außerhalb des Körpers. Wenn Dimensionen jenseits des Physischen zu einem stetig aktiven Prozess werden, einige von euch haben das vielleicht während eurer Shambhavi gespürt, für ein paar Augenblicke fühlt ihr, dass etwas jenseits von euch selbst aktiv geworden ist. Wenn also eine Dimension jenseits deiner Körperlichkeit zu einem ständig aktiven Prozess in dir wird, dann werden nach einiger Zeit auch diese beiden Chakren, die ruhend und außerhalb des Körpers sind, aktiv. Wenn sie aktiv werden, hast du eine Antenne auf deinem Kopf. Hast du eine Polizeiantenne gesehen? Du hast eine Antenne auf deinem Kopf, die dir eine bestimmte Perspektive des Lebens gibt.